Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Wir waren immer noch unterwegs. Und zwar haben wir, waren wir auf der Suche nach den Monstern, die dieses Anwesen besitzen. Und eigentlich wollte ich euch zeigen, wo der Bruder liegt, aber die Wand hat nicht mitgespielt. Jetzt gucken wir gerade, ob es jetzt funktioniert. Ich weiß es leider nicht. Aber ihr könnt gerne ein Abo dalassen und dann werdet ihr erfahren, ob wir es nochmal schaffen. So, hier ist die Wand. Jetzt fliegen die eine Seite weg und das ist nicht richtig. Dein Ernst. Was jetzt wo ich bin, nee, immer noch. Backt das denn? Haben die wieder was kaputt gepatcht? Probieren wir es nochmal. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Ach ja. Ach ja, falls es euch interessiert, ich nehme mit der Elgato auf. Mit der ganz normalen HD 60S. Also es ist kein 4K, was ich aufnehme, es ist ganz normales HD. Ja. Also nur falls es euch interessiert, was ich aufnehme. Muss ich. Was ist das? Eine Leiche hinter der Wand. Kommt auch in den besten Familien vor. Ja, wenigstens habe ich es geschafft. Aber was ist das bitte? Da ist von Anfang an keine Wand drin. Ein Mann, etwa 30, 40 Jahre alt. So. Einige Seiten fehlen, rausgerissen. Und so sterbe ich im Dunkeln vor Hunger und Durst. Götter, habt Erbarmen. Was kommt? Das dauert. Man kommt doch nicht.
Sprung, eigentlich noch mehr. Na, steht nichts drauf, scheinbar. Manchmal, da stand was drauf. Mehr als das bisschen, was er da sagte. Müsste eigentlich drin stehen, dass. Oder die Frau erzählt das nachher, wenn wir ihr das erzählt haben, dass wir den Bruder gefunden haben. Das kann auch sein. Ich das einfach verwechselt. So, ich hoffe, ich laufe jetzt nicht wieder in irgendwelchen Drähte rein oder Fallen. Was noch eine? Eine weniger, um die ich. Hoppala. Jetzt wollte ich ganz schön, wollte eigentlich den Knopf drücken. Ich habe noch Rüstungswerkzeug dabei. Ich würde ja sagen, erinnert mich beim nächsten Mal dran, wenn ich einkaufen gehe, dass ich, dass ich Werkzeug fürs Schwert mitnehme. Ah. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Irgendetwas stimmt nicht. Na sowas. Wie kommst du darauf? Ein Stolperdraht. Achso, durchsuchen die Scheune. Ja, na, das machen wir. Einmal durchsuchen. Problem gelöst. Also schön. Ein Stolperdraht. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Problem gelöst. Meteorit, Barren und irgendein Erz. Wir entschärfen einfach mal alles. Nein, nicht wieder scharf machen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Soweit es mir möglich war, habe ich die jetzt entschärft. Ich kann auch eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf kommen. Ja, ja, ja. Machen wir jetzt gleich. Kümmere ich da jetzt gleich drum. Keine Sorge. Eisenerz. Habe ich nicht gesehen, war ich zu schnell. Könnte gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Gucken wir mal, was das Monster ist. Wer oder was? Deine Reflexe sind langsamer geworden. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Das waren meine Fallen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Was meinst du damit? Was machst du hier? Zu ihnen? Du weißt, dass ich alleine arbeite. Die Frage ist, was machst du hier? Ich warte auf sie. Auf diejenigen, die mich umbringen wollen. Nun, von mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Ein toller Ort, um sich zu verstecken. Wer verfolgt dich? Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen.
Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Du bist reingelegt worden? Bist du sicher, dass er dich betrogen hat? Sind die Leute dort unten vielleicht nur durch Zufall hier? Eher fresse ich meinen eigenen Schuh, als dass ich das glaube. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Natürlich, Herr. Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja, Improvisation. Nee, du bist eigentlich cool. Der wollte es nicht umgebracht. Dann hätte ich ihn noch einen zweiten Punkt umgebracht. Ein Baby, was ist das? Was ist was mit dir? Ich habe nichts auf dem Sack. Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Wir wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Viel Erfolg. Das würde ich zu gern sehen. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Ja. Ich mach mir nur schnell hier einen Punkt. Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Bleib dich da bei mir, Geralt. Bereit. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Fontes sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Louis war ein gesuchter Mann in Edirn. Es war eine große Belohnung auf seinem Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden, haben geredet, uns die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Jo. Wie lange noch? Ist ja eigentlich bald da sein. Oder nicht? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von Leto haltet. Würde mich mal interessieren. Schneller! Ich hätte mir aber jetzt nicht helfen müssen. Wie gesagt, ich habe das gemacht, weil ich wusste, dass wir jetzt die Quest hier machen mit ihm. Und ich fand es einfach cooler. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund?
Geralt von Riva, das geht dich nichts an. Jemand, der weiß, dass du ein Verräter bist. Geralt von Riva, Hexer. Noch einer? Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho! Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind Hexer! Hexer greifen keine Menschen an! Für dich mache ich eine Ausnahme. Hallo, von hinten angreifen. Leg ruhig, oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Du bist ein Lügner. Also bist du auch ein... du bist ein Verräter, also bist du auch ein Lügner. Wie viel hast du bekommen, um ihn zu hintergehen? Irgendwie glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Leto, du musst mir vergeben. Das war nichts Persönliches. Sondern? Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander geraten. Eines Tages ist Westler aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Das musst du verstehen. So ein Angebot kann man nicht ablehnen. Ich verstehe. Hey, meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Wir sollten zu Vesta. Ich gehe mit dir. Verdammt! Hier gibt's tollwütige Hunde. Die fressen mich lebendig. Ja, dann haben sie was zu essen. Noch nicht. Arnold Wester. Nilfgaardischer Name. Aus Methena, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper. Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht. Seine bevorzugte Methode? Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Halte die Augen offen. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Komm jetzt. So ist's gut. Lauf, Blitze! Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Und auf einmal schwebt Geralt in der Luft. Was ist in der Scheune? Hi. Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern.
Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Was war das? Eine Entschädigung. Bleib hier und misch dich nicht ein, egal was passiert. Halt dir die Ohren zu. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas. Ruhe, alle miteinander. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Nicht schlecht. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinen Kopf ausgesetzt ist. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnold Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter! Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Jo. Du bist so gut wie tot. Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Einige Zeit später. Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht. Dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Oh, dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo blieb denn der Spaß? Sven, Spinner, ey. Alles in Ordnung? Du amüsierst dich? Findest du das lustig? Nicht so laut, Geralt.
Ich bin gerade von den Toten auferstanden. Weißt du, an sangibarischem Gift kannst du immer noch sterben. Hast du das Gegengift? Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Lok Muin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten. Wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen. Für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Hattest du keine Angst, dass er dich hintergehen würde? Gehörte Louis auch zum Plan? Was ist mit Louis? Hat er auch zu diesem Plan gehört? Nein, eine kleine Komplikation. Aber sein Verrat hat mich ins Grübeln gebracht. Trotzdem musste ich's riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Es hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Du wirst einen Ort zum Verstecken finden. Du könntest nach Kaer Morhen gehen. Du könntest in Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Ja, warum nicht? Muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Brauchst du noch was? Kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du was? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Ach ja, der ist schon cool. Ziegenhaut. Gratis Leder, Wasser und Baumwolle. Geld und Schwert, ein Hemd. Geld und Schwert. Und Geld. Alchemisten drüber. So, das war's jetzt erstmal mit Leto. Den treffen wir erst später wieder. Wie er gesagt hatte, wir sehen ihn dann erst wieder in Kaer Morhen.
So, das ist das nächste Quest, was wir machen werden. Da Monster im Wald. So, wir machen hier einen Cut. Denn wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da und ein Abo. Und ich freue mich. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eure Florinde. Bye.